Geschätzte Damen und Herren, bitte erlauben Sie mir eine kurze Zusammenfassung und einen kleinen Ausblick. Ich glaube, wir haben gerade eben sehr schön gehört von Frau Professor Weissenberger, was die Faktoren sind, damit eben Innovation möglich ist. Wir haben aber auch gehört, dass man sich nicht aus den Lorbeeren ausruhen kann. Und darum freut es uns sehr, dass der Kanton Aargau unsere Arbeit unterstützt und dass wir hier einen Beitrag leisten können. Ich hoffe, es ist uns gelungen, in den drei Beispielen, die Sie gehört haben, aufzuzeigen, was das Heilzentrum genau macht. Wenn Sie noch weitere Beispiele lesen möchten, empfehle ich Ihnen unseren Jahresbericht. Und wir haben auch zwei weitere Firmen hinten mit einem Stand bereit. Das sind zwei Firmen, die auch im Bericht porträtiert sind. Da können Sie auch direkt noch Fragen stellen und herausfinden, was die Projekte dort erreicht haben. Wir haben im letzten Jahr mehr neue Projekte realisiert denn je. Wir haben über 300 neue Innovationsvorhaben starten können und 85 von denen waren Kollaborationsprojekte mit Hochschulen. Diese Projekte haben rund 11,6 Millionen Franken direktes Investitionsvolumen ausgelöst. Man muss aber bedenken, die Unternehmen nach diesen Projekten werden die Unternehmen das Produkt weiterentwickeln. Es wird noch 1, 2, 3 mehr Jahre dauern. Die Unternehmen werden weitere Millionen investieren da rein. Und am Schluss erwarten wir, dass dann auch ein Marktwert daraus kommt, der ein Vielfaches davon sein wird. Wir haben auch eine Rekordzahl an Machbarkeitsstudien realisieren können, 44 solche Projekte, die das Heidrechtszentrum Aargau direkt finanziert. Mit Hochschulen, es sind meistens Fachhochschulen, die hier beteiligt sind, wegen ihrer Praxisanwendung. Wir suchen jeweils die bestgeeignete Hochschule. Und wenn jetzt vielleicht auch der Eindruck ein bisschen falsch entstanden ist, dass hier drei Beispiele zufälligerweise jetzt mit Hochschulen außerhalb des Kantons Aargau waren, wir haben fast die Hälfte aller Projekte machen wir mit der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die hat auch ein sehr kompetentes Team und da können wir uns immer drauf verlassen. Wir haben dieses Jahr auch das Netzwerk Aargau Innovativ gestartet. Da können Einzelpersonen, aber auch Unternehmen Mitglied werden. Und das Ziel ist, ihnen hier Informationen über neue Technologietrends zu geben. Es soll aber nicht einfach ein weiterer Anlass sein unter vielen, sondern wir möchten in diesem Netzwerk eben auch den Austausch unter den Unternehmen, unter den Teilnehmenden fördern. Wir möchten, dass sie voneinander profitieren. Wir möchten auch, dass sie das Netzwerk und die Inhalte selber mitgestalten können. Und vielleicht so auch einen Anknüpfungspunkt an neue Innovationen geschaffen werden können. Wir haben auch dieses Jahr eine neue Plattform, nano.swiss, gestartet. In dieser Plattform geht es darum, einerseits die verschiedenen Institute, die im Bereich Nanotechnologie und Werkstofftechnologie forschen, darzustellen. Andererseits aber auch Unternehmen die Möglichkeit geben, dass sie sich über diese Technologien informieren können und da auch allenfalls eben neue Ansätze finden. Noch ein kleiner Ausblick. Wir möchten im Laufe dieses Jahres und auch in den kommenden Jahren unser Unterstützungsangebot im Bereich der Business-Innovationen noch ein bisschen ausweiten. Eine Innovation ist nicht immer ein neues Produkt oder ein neuer Prozess. Eine Innovation kann auch ein neues Geschäftsmodell sein oder einen neuen Markt beinhalten. Und hier möchten wir die Unternehmen auch zusätzlich noch unterstützen. Es bleibt mir am Schluss noch mal zu danken. Einerseits den Referentinnen und Referenten auf dem Podium. Wir haben ein kleines Präsent bereit. Es sind lokale Produkte aus dem Jurapark im Fricktal und alles Kirschen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich auch bei all denen, die hinter den Kulissen gewirkt haben, dass dieser Anlass hier so reibungslos abgelaufen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei Herbert Scholl für die gekonnte Moderation. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ganz am Schluss ein ganz herzliches Dankeschön
an mein Team, das diese Arbeit auch ermöglicht.